Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Schon eine Zeit lang her, dass ich noch in dem Buch gelesen habe, die verborgene Geschichte der Jesuiten. Heute schreiben wir den 6. Mai 2017. Wie gesagt, da sind so viele andere Dinge, die ich tue, auch zwischendurch. Und im Augenblick, jetzt im Mai, lade ich immer noch das Buch hoch. Alle Wege führen nach Rom. Und ich werde mal sehen, ob ich das Video, so wie ich es jetzt produziere, hier im Augenblick mit der Kamera, mit der Desktop-Kamera an, auch so gebrauche, oder ob ich da ein neues Video von mache. Das werde ich dann nachher entscheiden, je nachdem, wie das läuft. Es kommt ja bei dieser Buchlesung, die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, nicht darauf an, schöne viele Bilder zu sehen, sondern es kommt darauf an, das gelesene Wort zu verstehen und das gesprochene Wort meines Kommentares. Der Meinung bin ich jedenfalls. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mich hier nochmal habe einfinden können heute, um dieses Buch, die verborgene Geschichte der Jesuiten, lesen zu können. Und wir hatten ja letztes Mal aufgehört zu lesen in einem Teil, das hieß also hier Abschnitt 4. Ne? Das war am 22. Januar, wo ich sagte, ich müsste die nächste Lesung starten. Und heute haben wir den 6. Mai. Aber ihr wisst ja, dass ich inzwischen viele andere Dinge getan habe. Kapitel 2 in Abschnitt 4, die Moral der Jesuiten. Und das Englische, den englischen Teil hiervon, den habe ich aufgenommen mit meinem Freund Brad Norman. Auch schon vor einem oder fast zwei Monaten, glaube ich. Und zwar diesen Teil, die Moral der Jesuiten, und den nächsten Teil. Habe das auch in Video verarbeitet und jetzt mache ich halt das Deutsche. Da habe ich ja niemanden, mit dem ich das zusammen machen kann, also mache ich das eben alleine. Werde das jetzt mal lesen und werde euch die geheime oder verborgene Geschichte der Jesuiten dichter beibringen. Noch eben, bevor ich jetzt anfange zu der Moral der Jesuiten, da gibt es ein Buch, das heißt Code Word Babylon. Mal eben gucken, ich glaube, ich habe da sogar ein Cover von. Das werde ich mal eben sehen, dass ich das hier einblenden kann. Code Word Babylon. Ja, das ist dieses Buch von P.D. Stewart. Es gibt da zwei Teile von. Der erste, den seht ihr hier im Bild, das ist Danger in the Vatican. Das ist der erste Teil. Und es gibt auch noch einen zweiten. Und der heißt The Antichrist is Alive and Well. Is a Woman. The Antichrist is a Woman Alive and Well. Also der Antichrist ist eine Frau. Lebendig und gesund. Wir wissen natürlich auch, wen sich das in der Frau biblisch bezieht. Aber dieser erste Teil, den habe ich bereits angefangen zu lesen, und da geht P.D. Stewart also sehr gut drauf ein, auf die Moral der Jesuiten. Deswegen diejenigen, die Englisch können, den rate ich durchaus mal an, sich dieses Buch anzuschaffen. Das kostet ein paar Euro, aber online kann man es nicht finden. Ist auch, glaube ich, von 2005 oder 2006, ist noch ein ziemlich modernes Buch. Ich hab's, aber das liegt in der Garage, im Auto, da gehe ich jetzt nicht runter, um das zu holen, um zu gucken, von wann das ist. Aber ich habe da ja schon mal ein englischsprachiges Video drüber gemacht auf meinem Kanal, könnt ihr euch ja mal anschauen. Und das ist also wirklich ein lesenswertes Buch, und sicher, wenn es über die Moral der Jesuiten geht. Weil im Grunde, also das, was wir normale Menschen unter Moral verstehen, das ist bei denen, das ist das ja nicht. Ja? Die haben ja eine andere Moral, lass uns mal sagen. Wollen wir eben gucken hier. Ach so, jetzt macht er hier das. Das hier brauche ich, um das Bild zu verändern. So, da wollen wir mal schauen. Also Lesung und Besprechung des Buchs Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Entschuldigung für die etwas lange, hoffentlich doch interessante Einleitung. Und dann wollen wir eben gucken. Und machen wir jetzt mal weiter hier in Kapitel 2, also die Moral der Jesuiten. Der eroberende Geist ihrer Gesellschaft, der brennende Wunsch, die Gewissen an sich zu ziehen und diese unter ihrem alleinigen Einfluss zu halten, konnte die Jesuiten nur dazu bringen, mit ihren Beichtkindern nachsichtiger zu sein als Beichtväter anderer Orden oder des Weltklerus. Mit Speck fängt man Mäuse, sagt richtig das Sprichwort. Nun, wie wir bisher gesehen haben, drückte Ignatius mit anderen Begriffen denselben Gedanken aus. Seine Söhne schöpften daraus ihre Inspiration. Schon die ungeheure Betriebsamkeit des Ordens auf dem Gebiet der Moraltheologie zeigt, dass diese scharfsinnige Wissenschaft für ihn eine viel größere praktische Bedeutung besaß als die übrigen Wissenschaften.
Böhmer, der den Satz, den wir eben zitierten, schrieb, erinnert uns, dass Berichte während des Mittelalters sehr selten waren. Das Beichte. Was lese ich denn hier? Böhmer, der den Satz, den wir eben zitierten, schrieb, erinnert uns, dass Beichte während des Mittelalters sehr selten war und die Gläubigen nur im äußersten Notfall darauf zurückgriffen. Der herrschsüchtige Charakter der römischen Kirche aber bewirkte, dass sie sich ausbreitete und stetig wuchs. Naja, erst durch die Beichte hat die römisch-katholische Kirche natürlich die Macht über die Leute gewonnen, die sie eigentlich haben wollte. Tatsächlich wurde die Beichte im 16. Jahrhundert zu einer religiösen Pflicht, die sorgsam wahrgenommen wurde. Ignatius erachtete sie als am wichtigsten und empfahl seinen Jüngern, dass so viele Gläubige wie möglich diese regelmäßig wahrnehmen sollten. Der Erfolg war außerordentlich. Der jesuitische Beichtvater genoss bald überall ein ebenso hohes Ansehen wie der jesuitische Professor. Und der Beichtstuhl konnte bald überall in dem gleichen Maße als ein Symbol für die Macht und die Tätigkeit des Ordens gelten, wie das Katheder und die lateinische Grammatik. Lesen wir die Instruktion hinsichtlich des Ignatius über das Beichthören und die Moraltheologien, so können wir nicht leugnen, dass der Orden von Anfang an sich geneigt zeigte, den Sünder milde zu behandeln, als er im Lauf der Zeit immer milder ward, bis schließlich die Milde ganz in Schwäche ausartete. Und übrigens nochmal eben eine kleine Bemerkung von mir über die Beichte. Da gibt es auch ein sehr gutes Buch von Charles Chiniquy, natürlich nur in Englisch. Ich werde mal probieren, das in Deutsch zu bekommen, aber ja, ihr wisst ja, wie ich reingefallen bin mit Charles Chiniquy, 50 Jahre in der Kirche Roms, mit der Übersetzung. Also weiß ich nicht, ob ich mir das jemals in Deutsch besorge, weil wer weiß, wie korrupt das ist. Da geht es hauptsächlich eben um die Beichtväter, das heißt The Woman, the Priest and the Confessional, also der, die Frau, der Priester und die Konfessionsbox oder der Beichtstuhl. Das Buch heißt auch, glaube ich, auf Deutsch Der Beichtstuhl. Ich weiß aber nicht, wie gut das eben aus dem Englischen übersetzt ist. Als PDF habe ich es hier, da habe ich schon mal drin gelesen. Und wenn man über die Beichte lesen möchte und wie die jesuitischen, oder nicht nur die jesuitischen, aber wie die römisch-katholischen Priester ihre Macht missbrauchen, durch eben diesen Beichtstuhl einzusetzen und da Gebrauch von zu machen, von dem, was ihnen da von den Gläubigen, die ihre Sünden dann einem Mann gestehen, anstatt dem Herrn, wie sie diese Macht missbrauchen, das ist schon ganz interessant, mal zu lesen. Nun, der Grund liegt auf der Hand. Eben auf jener klugen Milde beruhte nicht zuletzt sein Erfolg im Beichtstuhle. Eben sie erwarb ihm namentlich den Beifall und die Gunst der Großen und Mächtigen dieser Welt, die auch im Beichtstuhl immer mehr der Nachsicht bedurft haben, als das gemeine Volk der kleinen Sünder. Das Mittelalter kennt noch keine mächtigen Hofbeichtväter. Erst die neuere Zeit hat die charakteristische Figur des Hoflebens geschaffen. Aber kreiert hat sie überall erst der Jesuitenorden. Also mit anderen Worten, während des dunklen Zeitalters ist man zwar zur Beichte gegangen, aber nur, wenn es absolut notwendig war. Weil die Strafen auch demnach waren. Als die Jesuiten dann eingeführt wurden, dann mit Einführung der Jesuiten, die Beichtväter waren, hauptsächlich natürlich für die Regierenden, ne? Wir sprechen hier nicht von dem von dem normalen Volk, ne? Oder wie hier der Autor hier sagt, das gemeine Volk, ne? Da sprechen wir nicht von. Nein, nein, wir sprechen also von den Höhergestellten. Die durften dann beichten und die jesuitischen Beichtväter haben ihnen alle Sünden mehr oder weniger straffrei abgenommen. So, und von daher waren natürlich auch die Sünden immer schlimmer geworden, die gemacht haben. Ein gutes Beispiel ist der Beichtvater Père de Lachaise von Ludwig dem 14. von Frankreich. Und natürlich haben so die Jesuiten Macht über diejenigen ausgeübt, die sich im Beichtstuhl die Dinge erzählt haben, weil natürlich die Jesuiten Gebrauch gemacht haben von dem Wissen, das ihnen im Beichtstuhl gegeben wurde. Es ist ja nicht so, dass du einem Beichtvater im Beichtstuhl erzählst, was du gemacht hast, und er vergisst es dann, weil er dir vergeben hat, nach dem Motto. Nee, nee, da schreibt sich alles ganz klein auf. Und damit ist man dann auch
erpressbar. Und auf eine andere Art und Weise machen sie das heute auch noch. Es gibt halt den Beichtstuhl nicht mehr, aber es gibt halt andere Mittel, auch die Mächtigen der Welt abzuhören und unter Kontrolle zu halten. Aber da wollen wir jetzt mal gar nicht erst groß drauf eingehen. Jedenfalls schreibt der Autor, oder Böhmer schreibt hier weiter: So erlangten die Beichtväter im 17. Jahrhundert nicht nur überall einen meist nicht geringen politischen Einfluss, sondern sie übernahmen bisweilen sogar ausgesprochen politische Ämter oder Funktionen. Pater Neidhardt trat damals als Premierminister und Großinquisitor an die Spitze der spanischen Regierung. Pater Fernandes erhielt Sitz und Stimme im portugiesischen Staatsrat. Und Pater Lachaise, hatte ich ja gerade eben schon mal kurz angesprochen, und seine Nachfolger versahen am französischen Hofe förmlich die Funktion eines Ministers der geistlichen Angelegenheiten. Erwägt man nun weiter, welche Rolle die Patres auch außerhalb des Beichtstuhls in der großen Politik spielten, zum Beispiel Pater Posavino als päpstlicher Gesandter in Schweden, Polen und Russland, Pater Petre als englischer Minister, Pater Wotan als vertrauter Ratgeber Johann Sobieskis von Polen, als polnischer Königsmacher, als Vermittler bei der Erhebung Preußens zum Königreich, so muss man doch bekennen, dass es nie einen Orden gegeben hat, der so viel Interesse und Geschick für die Politik besaß und so viel mit der Politik sich befasste wie der Jesuitenorden. Ende Zitat hier von Böhmer. Diente die Nachsicht dieser Beichtväter ihren erhabenen Beichtkindern gegenüber sehr den Interessen des Ordens und der römischen Kurie, so geschah in den bescheideneren Bereichen, wo die Patres ähnliche bequeme Methoden anwandten, das Gleiche. Mit ihrem akribischen und auch aufdringlichen Geist, den sie von ihrem Gründer, also Ignatius Loyola, übernommen hatten, die berühmten Kasuisten wie Escobar, von dem hatten wir ja schon öfter mal gesprochen, der lebte zwischen 1589 und 1669, Mariana Sanchez, Busenbaum, das ist Hermann Busenbaum, ein sehr intelligenter und gemeiner deutscher Jesuit, und andere gaben sich Mühe, jede Regel gesondert zu studieren, sowie deren Anwendung für jeden Fall, der im Bußgericht dargelegt werden könnte. Ihre Schriften zur Moraltheologie brachten der Kompanie, da ihre Raffiniertheit beim Verdrehen und Pervertieren deutlicher moralischer Gesetze derart offensichtlich war, einen allgemeinen Ruf. Hier einige Beispiele dieser Akrobatik. Das göttliche Gesetz gebietet: Du sollst keinen Meineid leisten, also einen Falscheid. Aber ein Meineid liegt nur dann vor, wenn der Schwörende beim Eide bewusst solche Worte gebraucht, die unter allen Umständen den Richter täuschen müssen. Der Gebrauch zweideutiger Rede ist also zulässig, ja, unter Umständen selbst der Gebrauch des geheimen Vorbehaltes, also das Abgeben einer Erklärung nur zum Schein. Wenn eine Ehebrecherin von ihrem Manne gefragt wird, ob sie die Ehe gebrochen habe, so darf sie dies ohne weiteres in Abrede stellen, da die Ehe ja noch besteht. Ist sie bereits im Beichtstuhle gewesen, deswegen absolviert, also mit anderen Worten, sie ist im Beichtstuhl gewesen und hat die Absolution erteilt bekommen von dem Priester und ihre Sünde ist im Grunde vergeben. Also ist sie bereits im Beichtstuhle deswegen absolviert, so darf sie sogar schwören: Ich bin ohne Schuld, indem sie dabei an die Absolution denkt, welche sie von der Schuld der Sünde ja entlastet hat. Ist der Mann dann noch immer misstrauisch, so kann sie ihn beruhigen durch die Versicherung: Ich habe keinen Ehebruch begangen, indem sie bei sich denkt: Keinen Ehebruch, der dir offenbar gemacht werden müsste. Wieder mal ein Zitat von Böhmer. Nun, es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass eine derartige Theorie erfolgreich war bei ihren schönen Damen. Ihre charmanten Begleitungen wurden im Grunde gleicherweise behandelt. Das göttliche Gesetz gebietet weiter: Du sollst nicht töten. Aber nicht jeder, der einen Menschen tötet, sündigt wider dieses Gebot. Wenn zum Beispiel ein vornehmer Mann mit Ohrfeigen oder Stockschlägen bedroht wird, so darf er den Attentäter auf der Stelle töten. Aber wohlgemerkt, nur ein vornehmer Mann, nicht ein Plebejer. Das heißt,
Ein gewöhnlicher, ein ungebildeter Mensch, also wir ganz normalen Leute. Denn für einen normalen Menschen sind Ohrfeigen keine Schande. Desgleichen ist es keine schwere Sünde, wenn ein Diener seinem Herrn dabei behilflich ist, ein Mädchen zu schänden, sofern er im Falle der Weigerung merklichen Schaden, also üble Behandlung usw., befürchten muss. Desgleichen darf man bei einem schwangeren Mädchen Abortus bewirken, falls ihr Fehltritt über sie oder gar über eine Person geistlichen Standes Schande bringen würde. Wieder mal zitiert von Böhmer. Dem sein Buch müsste ja auch ganz interessant sein. Könnt ihr euch ja mal selbst nachschauen. Und Pater Benzi hatte eine Stunde des Ruhms, als er erklärte, dass es, Zitat, nur eine lässliche Sünde ist, Weibspersonen, zum Beispiel Nonnen, die Brüste zu betasten. Ende Zitat. Infolgedessen die Jesuiten scherzhaft Mamillärtheologen, also Busentheologen, genannt wurden. Was jenes betrifft, so verdient den Preis aber der berühmte Kasuist Thomas Manches für seine Schrift Sakrament der Ehe, herausgegeben von der Theologischen Fakultät Granada, in welcher der fromme Autor mit schockierenden Details alle Varianten fleischlicher Sünde eingehend betrachtet. Studieren wir diese praktischen Grundsätze fernerhin auch hinsichtlich der Politik, jene vor allem, die relevant sind für die Legitimität der Ermordung von Tyrannen, die man für schuldig befand wegen Gleichgültigkeit gegenüber den Interessen des Heiligen Stuhls. Böhmer hat Folgendes zu sagen, Zitat, nach all dem ist es gar nicht so schwer, sich vor Todsünden zu hüten. Man mache nur, wo es angeht, Gebrauch von den trefflichen Kunstmitteln der Patres, von der zweideutigen Rede und von dem geheimen Vorbehalt, und man wird, ohne sich mit schwerer Schuld zu belasten, Taten begehen können, die der unwissende Haufe vielleicht für Verbrechen hält, aber an denen selbst der strengste Beichtvater kein Quäntchen Todsünde entdecken kann. Ende Zitat. Taten begehen zu können, die der unwissende Haufe, also der normale Mensch, vielleicht für Verbrechen hält. Warum hält der normale Mensch diese Taten denn vielleicht für Verbrechen? Was glaubt ihr denn? Seien wir doch mal ehrlich. Die Moral der Jesuiten, wenn man da überhaupt von der Moral sprechen kann, hat ja nun überhaupt nichts zu tun mit Moral. Moral ist das, wie sage ich das jetzt am besten? Unser Gewissen, soweit wir Christen sind, unser christliches Gewissen wird geleitet von Gott und seinen Gesetzen. Und bei den Jesuiten geht es darum, dass die Menschen sich ihre eigenen Gesetze machen und von daher auch ihre eigene Moral vorschreiben. Nun, es gibt noch einen anderen Fall, der vielleicht ganz interessant wäre, das könnt ihr ja mal selbst nachschauen, von Papst Gregor dem Siebten. Das war übrigens derselbe Papst, der den König Heinrich den Vierten hat antanzen lassen zum Gang nach Canossa. Der hatte unter anderem im römisch-kanonischen Recht, und das ist immer noch Recht, bestimmt, dass jemand, der einen Heretiker, einen Exkommunizierten, einen Ketzer tötet, dass das keine Sünde ist. Das steht so im kanonischen Recht. Dargebracht von Papst Gregor dem Siebten. Könnt ihr gerne nachlesen, habe ich letztens noch gemacht, aber das ist in Englisch. Ich habe das Zitat in Englisch irgendwo hier auf dem Computer. Ich habe jetzt keine Lust, das zu suchen. Der Punkt, den ich damit machen will, ist, das, was normale Menschen, kann man ja schon fast zwischen Anführungszeichen setzen, Christen, was Menschen, die der Bibel und dem Schöpfergott gehorchen, als Moral, als Recht und als Gut ansehen, das ist bei den Jesuiten eben nicht der Fall. Und da habe ich ja auch in dem Jesuiten-Eid drüber gesprochen, den habe ich zwar noch nicht aufgenommen heute, aber ich schätze mal, dass ich den eher veröffentlichen werde als diese Lesung, also könnt ihr ja gerne mal nachschauen, bei dem Jesuiten-Eid. Und da wird ja ganz deutlich draus, dass man eben perende ad cadaver ist, also handelt wie eine Leiche, ja,
Und ich weiß jetzt nicht, ob es im Eid selber drin steht, aber das sind ja andere Aussagen der Jesuiten auch, die wichtig sind, wo man das drin lesen kann, wo dann durchaus drin steht von ja, wenn die Hierarchie der Kirche mir sagt, dass weiß schwarz ist und schwarz weiß ist, dann werde ich das so besehen. Ich stelle das dann nicht in Frage. Ja, das ist die Moral der Jesuiten, die im Grunde keine Moral ist, sondern mit der sie nur probieren, Rechtfertigung zu geben für ihr Handeln gegenüber anderen Menschen. Das Wichtige ist, Rechtfertigung für sein Handeln muss man am Ende seines Lebens ablegen, gegenüber dem Schöpfergott. Und gegenüber dem kommen sie mit ihrer Kasuistik und Sophistik und mit geistigen Vorbehalten nicht durch. Auch mal sollte man sich das durchaus merken. Wir fahren im Buch dann mal eben fort. Aber wie gesagt, dass hier also Leute sich dann rausnehmen, Taten begehen zu können, die der unwissentliche Haufe, also der normale Mensch, vielleicht für Verbrechen hält. Ich meine, jetzt lass uns doch mal eben nur einfach mal logisch nachdenken. Das ist doch genau der Grund, warum die Leute, die an der Macht sind, ja, also die wir erleben als Politiker und sonst was, die halt an den Schalthebeln der Macht sitzen, warum, dass die sich solche Dinge erlauben. Wir halten das für Verbrechen, für die ist das ganz normal. Und das Problem ist, dass die das Rechtssystem beherrschen, ja, die Richter und das ganze Rechtssystem. Und das Rechtssystem spricht Recht nach deren Moralvorstellung und nicht nach unseren Moralvorstellungen. Na? Das ist nun mal so. Kann ich auch nicht helfen. Aber die Moralvorstellung solcher Leute wie hier zum Beispiel des Papstes, in diesem Bild hier Papst Clement der 13., die Moralvorstellung von diesen satanischen Menschen ist natürlich eine andere als diejenigen, die dem Gott der Bibel folgen. Ah, zu den kriminellsten jesuitischen Grundsätzen, so fährt das Buch fort, gehört einer, der die öffentliche Entrüstung auf den höchsten Punkt trieb und verdient, geprüft zu werden. Er lautet: Einem Ordensbruder oder Priester ist es erlaubt, jene zu töten, die bereit sind, ihn oder seine Gemeinschaft zu verleumden. Der Orden gibt sich also das Recht, ne? Er gibt sich selber das Recht, seine Gegner und sogar jene seiner aus ihm ausgetretenen Mitglieder, die sich zu Gespräch zeigen, zu eliminieren. Dieses Kleinod findet sich in der Theologie du Père de Lamy. Ja, das ist auf Deutsch Pater Lamys Theologie. Es gibt einen weiteren Fall, in dem dieses Prinzip Anwendung findet. Besagter Jesuit nämlich war hinreichend zynisch zu schreiben: Missbraucht ein Pater, der Versuchung nachgebend, eine Frau, und sie macht, was geschehen ist, bekannt und schadet somit seinem Ansehen, kann sie eben dieser Pater, um Schande zu vermeiden, töten. Ja, und dann gehen wir gleich auf Uruf ein, das dachte ich mir schon. Ja. Ist auch fast zu Ende in diesem Abschnitt. Und ich werde hier Abschnitt 6 und 7 wohl zusammenlesen, die ich im Englischen auseinander hatte, aber das geht hier wohl in einem. Ein weiterer von der großen Leuchte Caramuel, also das ist Johann Caramuel, ein Zisterzienser von 1606 bis 1682, zitierter Sohn Loyolas, ist der Ansicht, dass dieser Grundsatz zu wahren und zu verteidigen sei. Zitat: Kann der Pater hiervon Gebrauch machen, als Entschuldigung die Frau zu töten und so seine Ehre retten? Ende Zitat. Diese ungeheuerliche Theorie wurde angewendet in Realität, um viele von Geistlichen begangene Verbrechen zu decken. Und war im Jahre 1956 der Grund, wenn nicht gar die Ursache, für die leidvolle Geschichte von Urufe. Nun, zu Urufe hier eine kleine Erklärung im Buch, die ich kurz vorlese, aber ich gebe danach noch eine selber gemachte Nota zum Besten und da lesen wir da drin. Die Autoren sagen hier, dass der Pfarrer des lothringischen Dorfes Urufe, Guy Desnoyers,
Er schießt am 3. Dezember 1956 seine von ihm geschwängerte 19-jährige Geliebte Regine Fays, schlitzt ihr den Bauch auf, entnimmt den Fötus, tötet ihn ebenfalls mit einem Messer und versucht ihn unkenntlich zu machen. Gegen den Willen der empörten Öffentlichkeit, die seine Hinrichtung fordert, wird er 2 Tage später zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wird nach 22 Jahren unter Auflagen freigelassen und lebt seitdem angeblich in einem Kloster. Nun, ich habe da selbst eine Note zugenommen und die werde ich euch mal eben vorlesen, weil über Urufe findet man im Grunde nicht viel. Wie ich sage, der Brunnen, den ich hier habe, ist ein englischsprachiger Wikipedia-Artikel. In Deutsch ist er nicht verfügbar und den Wikipedia-Artikel über Urufe werde ich auch in die Beschreibungsbox dieses Videos mit einarbeiten. Aber gehen wir nochmal über den Skandal von Urufe eben mal sprechen. Der Skandal des Priesters von Urufe ist ein Skandal, der in den Nachrichten in den 50er Jahren war. Es handelt sich um das Verbrechen des katholischen Priesters Guy Desnoyers. Ein Bauernsohn, Guy Desnoyers wurde 1946 zum Priester geweiht. Im Juli 1950 wurde er zum Pfarrer in Urufe ernannt. Er war ein sehr aktiver Priester und wurde von seinen Pfarrkräften sehr geschätzt und gewann Ruhm für die Organisation von Jungen der Gegend in eine Fußballmannschaft. Doch zur gleichen Zeit hatte Guy Desnoyers Beziehungen zu mehreren Frauen. Im Jahre 1953 konzipierte er ein Kind mit einem 15-jährigen Mädchen, Michelle L. Er überredete sie, heimlich zu gebären und ihr Kind aufzugeben. 1956 hatte er eine andere Beziehung zu Regine Fays, einem 19-jährigen Mädchen aus Urufe, das er aus dem von ihm geschaffenen Theateraktivitäten verführte. Auch sie wird schwanger. Nun, Desnoyers war in der Lage, Regines Vater zu überzeugen, dass ihr Geliebter ein junger Mann des Dorfes ist. Der sei aber nach Algerien gegangen, um zu kämpfen, nach dem Motto wahrscheinlich in die, ja, nicht Heilsarmee, sondern in die Fremdenlegion. Hm? Regine versprach, das Geheimnis über den Vater zu behalten, aber sie lehnte es ab, heimlich zu gebären. Am 3. Dezember 1956, ein paar Tage vor der erwarteten Geburt, bekam Guy Desnoyers Angst und erschoss auf einer Straße seine Geliebte. Dann hat er sie ausgeweidet, einen Kaiserschnitt gemacht, um das weibliche Kind zu extrahieren, das sie trug. Er taufte und tötete dann das Baby. Er zerschmetterte auch das Gesicht des Babys, um eine mögliche Ähnlichkeit zu verdecken. Am Tag danach half er, nach dem Mörder zu suchen und behauptete, dass er den Mörder kannte, aber den Mörder nicht verraten konnte, weil er durch das Konfessionsgeheimnis an Schweigepflicht gebunden wäre. Aber am 5. Dezember bekannte er sein Verbrechen. Am 26. Januar 1958 wurde er von dem Gerichtshof von Nancy verurteilt zu lebenslanger Zwangsarbeit. Er wurde im August 1978 freigelassen und zog sich in einem Kloster in der Bretagne zurück. Papst Benedikt XVI. Wurde auch von Kindsmissbrauch angeklagt, von Peter Arnett. Und das Netz zog sich immer mehr um seine Schlinge, bis er schließlich zurücktrat und heute im Vatikan rumläuft und da nicht weiter belästigt wird, weil solange er im Vatikan ist, kann ihm keiner was. Ja? So ist das leider. So ist die Moral der Jesuiten und so ist die Moral der Welt. Nun, wir fahren fort in dem nächsten Teil, das ist Kapitel 3, immer noch in Abschnitt 4 des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten, das Verschwinden der Kompanie. Verschwinden zwischen Anführungszeichen, weil sie ist nie verschwunden und sie hat sich auch nie geändert. Sie hat nur eine andere Maske über ihr Gesicht gezogen. Das wird ziemlich deutlich, denke ich, wenn wir hier das gelesen haben. Ich glaube, ich habe den größten Teil der Lesung hier jetzt noch nicht mal vorbereitet, oder doch? Ja, war ich doch hier schon? Naja, wollen wir schauen, wie weit wir hier soweit kommen. Ich hoffe, es ist soweit in Ordnung. Also mir gefällt das Machen des Videos so mal auf diese Art und Weise. Nun,
Wenn auch durch einige unglückliche Umstände unterbrochen, so sicherten doch die Erfolge, die die Gesellschaft Jesu in Europa und fernen Ländern erzielte, ihr auf lange Zeit eine beherrschende Position. Doch wie wir bereits erwähnten, arbeitete die Zeit nicht zu ihren Gunsten. Da Ideen zur Reife gelangten und der Fortschritt der Wissenschaften dahin ging, das Denken zu liberalisieren, also zu befreien, empfanden gewöhnliche Menschen als auch Monarchen die Vormachtstellung dieser Theokratieverfechter, also einer Gottesherrschaft, zunehmend als unerträglich. Auch im Innern der Gesellschaft Jesu bauten viele aus ihren Erfolgen heraus entstandene Missbräuche Hindernisse auf. Neben der Politik, in der sie wie bis zuletzt zu sehen war, zum Nachteile nationaler Interessen sehr aktiv war, machte sich ihre verschlingende Tätigkeit bald auch in der Wirtschaft bemerkbar. Die Patres engagierten sich zu sehr in Angelegenheiten, die mit Religion nichts zu tun hatten. Im Handel, im Tauschgeschäft und als Konkursverwalter. Das Collegium Romanum, das ist also die Gregorianer, seit 1566, Universität auf Anregung von Ignatius von Loyola 1551 als Collegium Romanum gegründete päpstliche Universität in Rom, wo unter anderem auch Malachi Martin, der Autor des Buches The Keys of This Blood, lehrte. Das Collegium Romanum, das ein geistiges und moralisches Modell aller Jesuitenkollegien geblieben sein sollte, besaß in riesigen Mengen in Macerata in Italien gefertigtes Tuch und verkaufte es zum niedrigen Preis auf Märkten. Ihre Zentren in Indien, Antillen, Mexiko und Brasilien begannen bald Handel mit Kolonialwaren zu treiben. Auf Martinique schuf ein Prokurator riesige Plantagen, die von Negersklaven bewirtschaftet wurden. Dies ist die kommerzielle Seite der Auslandsmission, die heute genau die gleiche ist. Ja, dies ist die kommerzielle Seite der Auslandsmission. Auslandsmission der Jesuiten, immer richtig zu verstehen, bitte. Die heute genau die gleiche ist. Die Bibel sagt darüber das Folgende in Offenbarung 18, Vers 23. Zitat, und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde und durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Ja, die Zauberei heißt, glaube ich, im Griechischen hier Pharmakeia. Das hat wieder einen anderen Hintergrund. Das ist der Hintergrund der Pharmaindustrie. Aber wie ich gerade vorgelesen hatte, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Das sagt die Bibel darüber. Die kommerzielle Seite der Auslandsmission. Was wissen wir denn heutzutage über Wirtschaft und Jesuiten? Zum Beispiel, und das ist nur mal ein Beispiel, das ich mir eben anhole, die Firma Monsanto wurde gegründet von, ich glaube, Queenie hieß er, und das war Malteserritter. Und Malteserritter, also Angehörige der souveränen militären Order von Malta, SMOM, sind den Jesuiten unterstellt. Das Monsanto ist nur ein Beispiel. Es gibt ein interessantes Video von Presence of God Ministry. Ja, Entschuldigung, ich muss halt da wieder auf den englischen Kanal verweisen. Ich kann es ja auch nicht helfen. Im Deutschen beschäftigen sich die Leute ja so da nicht mit. Der hat letztens ein Video rausgebracht, also irgendwann im Lauf des Monats März oder April 2017, könnt ihr ja mal nachschauen in seinem Archiv, wo es darum ging, wie man die ganzen Logos der großen internationalen Firmen, Coca-Cola, Walt Disney und was weiß ich nicht alles, wo da überall in dem Logo der Firmen die 666 versteckt ist. Um eben ganz deutlich mit anzugeben, dass sie sich alle dem Zeichen des Tieres unterwerfen und dass sie alle im Grunde für den Antichristen arbeiten. Ist im Grunde ja auch nicht weiter schwer. Wir kennen solche Dinge wie Codex Alimentarius, da habe ich auch ein Video drüber auf meinem Kanal, in Deutsch laufen. Das ist, glaube ich, inzwischen schon über 250.000 Mal angeschaut. Eins der erfolgreichsten oder das erfolgreichste Video auf meinem Kanal. Jetzt komme ich gar nicht mehr auf den Titel im Augenblick. Wie heißt denn das? Können wir ja mal eben nachschauen.
Da müssten wir nur mal eben gucken. Entschuldigung, aber das lässt mir jetzt eben keine Ruhe. Da muss ich doch mal eben schauen, warum ist denn das jetzt hier so langsam, ne? Populärst, ne? Dann gehen wir doch mal eben zum populärsten Video. Ja, und da steht es nicht bei. Das habe ich letztens schon mal gehabt. Das ist wieder hier YouTube. Die nehmen meine zwei erfolgreichsten Videos hier aus der Zählung raus. Ja. Gut, das hilft jetzt nicht weiter. Ist ja wurscht. Müsst ihr auf meinem Kanal halt mal schauen. Ich komme jetzt echt im Augenblick echt nicht drauf, wie das heißt. Ist auch wurscht. Normalerweise ist mein erfolgreichste mit 250.000 Mal angeschaut oder was. Nach Easy Vegan, das war auch nicht auf der Liste, da eben gerade mit bei war. Na, jedenfalls, diese ganzen Firmen, die dafür sorgen, dass wir uns ernähren können, ja, diese ganzen Produzenten von Essen, das heißt, die alles nach dem Motto so schnell wie möglich ernten und dann verarbeiten und uns das dann verarbeitet verkaufen und inzwischen natürlich überall Gifte zugemischt haben. Man muss sich ja nur mal die Liste der E-Nummern anschauen, da wird einem ja ganz schlecht. All diese ganzen Leute sind alle katholisch kontrolliert. Nun könnt ihr ja sagen von, ja, aber das ist doch nicht jeder Katholik schlecht. Nein, das sage ich ja auch gar nicht, dass jeder Katholik schlecht ist. Aber ein Katholik, der hoch in der Hierarchie sitzt, hoch in der Hierarchie der Ökonomie, ja, der Wirtschaft und sogar international, der ist immer Mitglied von Geheimgesellschaften, entweder päpstliche Ritterorden oder aber von Freimaurern, die ja auch von Jesuiten an der Spitze kontrolliert werden. Und von daher folgt der natürlich der Agenda. Der normale Mensch, der da für die Firma arbeitet, der denkt sich nichts bei den Sachen, die er da macht und der da arbeitet. Der ist da auch nicht für verantwortlich, das sage ich auch nicht, aber die oben sind es. Und die Bibel hat uns das ja gerade eben hier, denke ich mal, schön bestätigt soweit. Deine Kaufleute waren die Großen der Erde und durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Nun, die römische Kirche verschmähte es nie, aus ihren geistlichen Eroberungen weltlichen Profit zu schlagen. Was das betrifft, so waren die Jesuiten genau wie alle anderen Orden. Nur, dass sie jene übertrafen. Alle anderen Orden. Jedenfalls wissen wir, dass die weißen Patres zuletzt zu den reichsten Grundbesitzern Nordamerikas zählten. Hier steht Nordafrikas, aber die Übersetzer meinen, dass es vermutlich eine Verwechslung mit Nordamerika ist, und ich gebe ihm da recht, weil das weiße Patres zu den reichsten Grundbesitzern in Nordafrika zählen, ist ja nun nicht gerade wahr. Also muss das wohl ein Tippfehler im Original sein. Die Söhne Loyolas der Compagnie de Jesus bemühten sich so intensiv darum, aus der Arbeit der Heiden das Beste zu machen, wie um das Gewinnen ihrer Seelen. In Mexiko hatten sie Silberminen und Zuckerraffinerien. In Paraguay Tee- und Kakaoplantagen, Teppichmanufakturen. Sie züchteten auch Vieh und führten jährlich 80.000 Maultiere aus. Wie zu sehen war, die Missionierung ihrer roten Kinder eine gute Einnahmequelle. Da hatten wir ja drüber gesprochen, über die Reduktion in Paraguay. Da geht es hier drum. Um noch größeren Profit zu machen, weil man kann ja nie genug Gewinn machen auf Kosten anderer, scheuten sich die Patres auch nicht, die Staatskasse zu betrügen, wie die wohlbekannte Geschichte von den in Cadiz entladenen Pralinenschachteln berichtet, die voller Goldstaub waren. Bischof Palafox, der lebte zwischen 1600 und 1659, von Papst Innozenz dem X., das habe ich hier normalerweise, glaube ich, verändert, hier Innozenz den Zehnten. Richtiges Innozenz der Zehnte ist hier gemeint und nicht Innozenz der Achte, wie hier fälschlicherweise steht. Seht ihr, ich habe das durchgestrichen. Innozenz der Zehnte kann nur gemeint sein, weil der lebte nämlich im 15. Jahrhundert. Ja? Und der Achte lebte also weit davor, also der kann es nicht gewesen sein. Das ist wieder ein Druckfehler im Original auch schon. Also, Bischof Palafox von Papst Innozenz dem X. als apostolischer Visitator, also Kontrolleur, geschickt, schrieb diesem im Jahre 1647, Zitat: Sämtlicher Reichtum Südamerikas ist in der Hand der Jesuiten. Ende Zitat. Und glaubt ihr denn im Ernst, wenn im 17. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, ein päpstlicher Kontrolleur dem Papst mitteilt, dass sämtlicher Reichtum Südamerikas in der Hand der Jesuiten ist, dass das 400 Jahre später anders ist?
So naiv kann man ja nun nicht sein. Bankgeschäfte, fährt der Autor fort, waren genauso vorteilhaft. Ja, natürlich. Die Jesuiten sind die Tempelritter wiederbelebt. Die Tempelritter waren die Bankiers ihrer Zeit. Bankgeschäfte waren genauso vorteilhaft. Die Ordenskasse tätigte in Rom im Namen der portugiesischen Regierung Zahlungen an die portugiesische Botschaft. Als sich August der Starke, König und Kurfürst bis 1733, nach Polen begab, eröffneten die Wiener Patres bei den Warschauer Jesuiten für diesen bedürftigen Monarchen ein Konto. In China, hört gut zu, in China verliehen die Patres den Kaufleuten Geld gegen 25, 50 und sogar 100% Zinsen. 100% Zinsen. Das ist ja nun mal ganz schön happig, ne? Hier übrigens ein Bild von Papst Innozenz dem X. Die unerhörte Gier des Ordens. Ja, wenn man etwas bekommt, dann will man mehr. Und je mehr man hat, desto mehr man will, weil dann will man alles. Die unerhörte Gier des Ordens, seine gelockerten Sitten, da hatten wir ja in der Moral wohl drüber genug gesprochen, seine endlosen politischen Intrigen, seine Eingriffe in die Rechte der Welt und Ordensgeistlichkeit hatten von Anfang an aller Orten Hass und Feindschaft bis auf den Tod hervorgerufen. Tja, unter den höheren Ständen geriet er in totalen Verruf und in Frankreich zumindest wichen seine Bemühungen, die Menschen in einer formalistischen und unterwürfigen Frömmigkeit zu halten, der unvermeidlichen Emanzipation des Denkens. Im Gegensatz zu den roten Wilden in Paraguay, habe ich mir hier vorher notiert. Nichtsdestotrotz beließen der von der Kompanie genossene materielle Wohlstand, die an den Höfen erworbenen Positionen sowie insbesondere die Unterstützung des Heiligen Stuhls, die sie für unerschütterlich hielten, die Jesuiten selbst am Vorabend ihres Endes in ihrer Selbstsicherheit. Hatten sie nicht schon mehrere Stürme durchlebt? Hatten sie von der Zeit ihrer Gründung bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts an die 30 Ausweisungen erlitten? Fast jedes Mal sind sie über kurz oder lang zurückgekommen, um ihre verlorenen Positionen erneut zu besetzen. Besagte sie bedrohende Niedergang aber sollte dieses Mal nahezu total sein und mehr als 40 Jahre dauern. Nun, das ist, was Edmond Paris hierzu schreibt. Ich habe mir eine Note genommen, wie ihr seht, einen verweisenden Kommentar zu Herrscher des Bösen zu machen. Warum? Als ich das Buch Rulers of Evil, also Herrscher des Bösen, im englischen Original las, wo man ja immer auch lernt, auch zwischen den Zeilen zu lesen, da ist mir so ein bisschen aufgegangen, dass damals das Verbieten des Jesuitenordens im Grunde geplant war. Ich sage nicht, dass hier und da, als sie aus verschiedenen Ländern rausgeschmissen wurden, dass das alles geplant war von den Jesuiten, aber zum Teil war das so. Aber ganz sicher war das Verbieten 1773 durch Papst Clement den 14. war geplant. Und da kommen wir auch später nochmal drauf hin. Also wer da noch ein bisschen mehr Informationen drüber möchte, der kann sich ja gerne auch mal meine Lesungen von Herrscher des Bösen anschauen und kann sich darüber informieren, dass der besagte bedrohte Niedergang dieses Mal nahezu total sein sollte und mehr als 40 Jahre dauern sollte. Das war eingeleitet, das war kontrolliert von Anfang bis Ende von Lorenzo Ricci, dem General der Jesuiten zu der Zeit. Wieso ist denn das Ding jetzt hier weg? Das sollte ja eigentlich auf sein. So ein Quatsch hier. Habe ich das zugemacht. Wollte eigentlich gerne das Bild nochmal eben mir aufrufen von dem Lorenzo Ricci hier. Dann kann ich euch den nochmal eben zeigen. Weil da werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ja? Dann holen wir eben hier den Ricci als Bild und dann wird er das ja wohl hier finden. So. Da ist er. Lorenzo Ricci. Die Bilder sind beide so klein.
Lorenzo Ricci, der General der Jesuiten zur Zeit, als sie verboten wurden, der auch als Professor auftrat nach der Gründung der Vereinigten Staaten. Aber gut, ich will jetzt nicht hier zu weit fortlaufen. Wir haben ja noch ein paar Dinge, die wir eben mal besprechen wollen und dann mal eben schauen, wie weit wir hier schon sitzen jetzt. 45 Minuten, Viertelstunde haben wir noch ungefähr. Kann doch ein bisschen länger als eine Stunde gehen, wollen wir mal schauen. Also, über den Lorenzo Ricci dann nachher noch mal ein bisschen mehr. Wollen wir eben sehen, wann wir den nochmal brauchen. Also, der Untergang, der jetzt kommt, haben Sie den ankommen sehen oder haben Sie den nicht ankommen sehen? Ja, die normalen Jesuiten nicht, aber der Chef hat es eingeleitet. Lass mich das eben so kurz sagen. Das Einzigartige ist, dass der erste Angriff gegen die mächtige Kompanie vom streng katholischen Portugal, einem ihrer wichtigsten Zentren in Europa, ausging. Übrigens, ja, über Portugal haben sie natürlich auch ganz Südamerika kontrolliert, weil Portugal und Spanien sind die beiden Länder, die Südamerika kontrollieren. Der seit Beginn des Jahrhunderts von England auf jenes Land ausgeübte Einfluss war möglicherweise einer der Gründe für das Aufbegehren. Durch einen zwischen Spanien und Portugal im Jahre 1750 abgeschlossenen, die Grenzen in Amerika festlegenden Vertrag erhielten die Portugiesen ein riesiges Territorium östlich des Uruguay, wo die Jesuiten agierten. Ja, das waren ihre Reduktionen von Paraguay. Infolgedessen mussten sich die Patres mit ihren Belehrten, mit ihren Bekehrten nach diesseits der neuen Grenze auf spanisches Territorium zurückziehen. Sie bewaffneten deshalb ihre Guaraner, führten ihren langen Guerillakrieg oder Kleinkrieg und blieben schließlich Herren des Landes, das an Spanien zurückgegeben wurde. Markgraf Pombal, der portugiesische Premierminister, empfand dies als sehr beleidigend. Überdies hatte der ehemalige Schüler der Jesuiten deren Handschrift nicht beibehalten und ließ sich lieber vom französischen und englischen Philosophen inspirieren als von seinen alten Pädagogen. Nun, im Jahre 1757 vertrieb er, der Pombal, die jesuitischen Beichtväter aus der Königsfamilie und verbot den Mitgliedern der Kompanie das Predigen. Er veröffentlichte nach mehreren Streitigkeiten mit ihnen Kampfschriften, deren eine, die Republik der Jesuiten oder das umgestürzte Paraguay, erschienen in Amsterdam 1758, lautete und für das große Aufsehen sorgte. Erlangte von Papst Benedikt XIV. Eine Untersuchung hinsichtlich deren Verhalten und verbannte die Kompanie schließlich aus allen seinen Territorien. Die Vorgänge wurden in Europa zur Sensation, vor allem aber in Frankreich, wo bald darauf der Bankrott Pater Lavalettes ausbrach. Jetzt wird's echt interessant. Er war ein Geschäftsmann, der für die Kompanie, also für die Jesuiten, die Kompanie Jesus, riesige Transaktionen mit Zucker und Kaffee durchführte. Deren Weigerung, die Schulden des Paters zu begleichen, war schicksalhaft. Das Parlament, mit einer Zivilverurteilung nicht zufrieden, prüfte die Satzungen der Jesuiten, erklärte ihre Organisation in Frankreich für illegal und verbot 24 ihrer Hauptautoren. Nun, hierzu habe ich mir eine kleine Note genommen. Und ich komme zurück auf das Buch Code Word Babylon von P.D. Stewart. Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Na? Nochmal eben das Bild aufrufen hier, dass wir das nochmal anschauen können. Babylon, bitteschön. Code Word Babylon. Wer mehr hierzu wissen möchte, sollte das Buch lesen von P.D. Stewart, Code Word Babylon, Danger in the Vatican. Wie gesagt, leider nur in Englisch. Aber das erste Kapitel dieses Buches behandelt die Moneta Secreta und die Verfassung der Jesuiten, die in diesem Gerichtsverfahren, das Edmond Paris hier anholt, öffentlich gemacht wurden und bis heute als Beweis für ihre Existenz gilt. Öffentlich zugängliche Gerichtsakten ersticken alle Verschwörungstheorievorwürfe im Keim. Also wenn euch jemand erzählt, die Verfassung der Jesuiten, die Satzungen der Jesuiten, das ist alles nur Verschwörungstheorie, der sollte eben mal bitte schön richtige Geschichte studieren. Und unter anderem von P.D. Stewart in Code Word Babylon und auch hier von Edmond Paris in die verborgene Geschichte der Jesuiten lesen wir davon, dass damals vor Gericht diese Satzungen öffentlich gemacht wurden und daraufhin in Frankreich die Jesuiten illegal und verboten erklärt wurden. Eben aufgrund dessen,
Weil diejenigen, die noch nicht unter dem Einfluss der Jesuiten waren, haben gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, wenn das deren Satzung ist, wenn das deren Moral ist, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Da müssen wir die verbieten. Es veröffentlichte am 6. April des Jahres 1762 eine Klage folgenden Inhalts. Hört gut zu. Die besagte Gesellschaft, also die Compagnie de Jesus, ist in keinerlei zivilisiertem Staate zulässig, da sie mit ihrem Wesen sämtlicher geistlicher wie zeitlicher Autorität feindlich gegenübersteht. Unter dem plausiblen Deckmantel einer religiösen Gesellschaft versucht sie, in die Kirche und Staaten nicht einen Orden einzuführen, der ein aufrichtiges Verlangen danach hat, evangelische Vollkommenheit, also ein Leben nach evangelischen Räten und Werten, ein Leben in Armut und Keuschheit und Gehorsam zu verbreiten, sondern vielmehr eine politische Körperschaft, die unermüdlich mit allen Arten von direkten, verborgenen und unlauteren Mitteln daran arbeitet, alle Autorität an sich zu reißen. Die Lehre der Jesuiten wurde abschließend wie folgt beschrieben. Zitat: Eigensinnig, eine Vernichterin sämtlicher religiöser und ehrlicher Grundsätze, christliche Moral beleidigend, schädlich für die zivile Gesellschaft, feindlich gegenüber den Rechten der Nation, der Macht der Krone und sogar der Sicherheit der Herrscher und Gehorsamkeit ihrer Untertanen. Geeignet, um in den Staaten größte Unruhen zu schaffen, die schlimmsten Arten von Verdorbenheit im Herzen des Menschen herbeizuführen und aufrecht zu erhalten. Ende des Zitats. Viel besser kann man ja wohl die Jesuiten wirklich nicht mehr beschreiben. Oder? Was denkt ihr? Also für mich ist das ziemlich deutlich. Ja, zu dem kommen wir später. War erstmal ein anderes Bild hier. Guck mal. In Frankreich wurde das Eigentum der Kompanie zugunsten der Krone konfisziert und es wurde keinem der Mitglieder gestattet, im Königreich zu verbleiben, es sei denn, er würde seine Gelübde widerrufen und schwören, sich den allgemeinen Regeln der Geistlichkeit Frankreichs unterzuordnen. Nun, das Eigentum der Kompanie wurde zugunsten der Krone konfisziert, das ist eine Wiederholung von 1307, da war es damals das Verbot der Tempelritter. Und es dringt sich ja wohl auf, hier ein Gleichnis ziehen zu können zwischen 1307 und was hier in Frankreich passierte, nachdem eben in diesem Gerichtsprozess mehr oder weniger 1762, ja, wie wir gerade eben gelesen hatten, also etwas über 400 Jahre nach 1307, festgestellt wurde, was die Jesuiten nämlich eigentlich sind. Ja, also dafür könnt ihr euch diesen eingefärbten Paragraphen ja vielleicht mal abfotografieren hier aus dem Video oder holt euch das Buch selbst. Der Link zum PDF ist ja in der Beschreibungsbox des Videos dabei. Kann ja keiner sagen, er hätte es nicht selbst nachlesen können. Ja. Also in Frankreich wurde das Eigentum der Compagnie Jesus zugunsten der Krone konfisziert und es wurde keinem der Mitglieder gestattet, im Königreich zu bleiben, es sei denn, er würde seine Gelübde widerrufen und schwören, sich den allgemeinen Regeln der Geistlichkeit Frankreichs unterzuordnen. Nun, wir hatten gerade eben die Moral der Jesuiten gelesen, richtig? Die können schwören, was sie wollen, weil sie haben geistliche Vorbehalte. Also wenn mir dann einer erzählt, ja, die Jesuiten wurden alle mal rausgeschmissen und durften nur bleiben, wenn sie das und das geschworen haben, ja schön, die schwören auch, dass sie alleine zum Mond fliegen. Können alles schwören. Geistige Vorbehalte eben. Ne? In Rom erlangte Jesuitengeneral Riccius, also Lorenzo Ricci, ja, dann wollen wir eben das Bild beinehmen, das habe ich ja hier vorbereitet. Da. In Rom erlangte Jesuitengeneral Lorenzo Ricci vom Papst Clemens dem 13. eine die Privilegien des Ordens bestätigende und seine Unschuld erklärende Bulle. Doch es war zu spät. In Spanien lösten die Bourbonen sämtliche Niederlassungen der Kompanie auf, diejenigen im Lande wie die in den Kolonien. Und aus einer vorherigen Lesung ist es ja noch bekannt, dass so der Jesuitenstaat in Paraguay endete. Auch die Regierungen Neapels, Parmas
und sogar der Großmeister von Malta verwiesen die Söhne Loyolas aus ihren Territorien. Jetzt wird's aber wirklich interessant. Die 6000, die in Spanien waren, und das ist etwas, was auch in Herrscher des Bösen bereits vorkam, hatten, nachdem sie inhaftiert worden waren, ein seltsames Erlebnis. König Karl III. Sandte alle seine Gefangenen zum Papst. Warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich weiß nicht, ob ich das Bild von König Karl III. Damit bei hatte. Ich dachte, ich hätte hier ein paar vorbereitet, aber den habe ich wohl nicht dabei. Nee, das ist Clemens der 13. Und Karl der 10. von Frankreich hier. Nee, nee. Ah, dann nehmen wir mal das Bild hier von Papst Clement dem 13. Der wird ja auch hier noch erwähnt. Die 6000, die in Spanien waren, also die Jesuiten, hatten, nachdem sie inhaftiert worden waren, ein seltsames Erlebnis. König Karl III. Sandte alle seine Gefangenen zum Papst mit einem Bewilligungsbescheid, in dem er schrieb, dass er, Zitat, sie dem weisen und unmittelbaren Befehle eurer Heiligkeit, Ende Zitat, unterstellt hätte. Als aber die armen Kerle in Civita Vecchia im Begriff waren, von Bord zu gehen, wurden sie mit Kanonendonner empfangen. Auf Befehl ihres eigenen Generals, der sich bereits um die portugiesischen Jesuiten zu kümmern hatte und nicht einmal diese auch nur ernähren konnte, es gelang lediglich, eine armselige Zuflucht für sie auf Korsika zu finden. So, habt ihr euch vielleicht gefragt, ja, warum hat er hier ein Bild von Korsika bei? Ja, warum? Rulers of Evil, also Herrscher des Bösen, geht hier, wo sie jetzt also Unterschlupf, ne, eine armselige Zufall auf Korsika finden, die 6000 spanischen Jesuiten, die nirgendwo landen konnten, ne, die wurden ja hier in Italien, wenn sie hier an Land gehen wollten, hat man gesagt, nee, wir brauchen euch, wir wollen euch nicht. Ja. Herrscher des Bösen geht da noch tiefer drauf ein. Ich verweise also auf meine Lesung des Buches dort. Jedoch sollte man sich fragen, ob dies nicht der Grund war. Das ist ein interessanter Punkt. Warum Napoleon aus Korsika kam, um die Länder, die die Jesuiten verboten, zu bestrafen. Wir wissen ja inzwischen, dass die Jesuiten niemals vergeben und niemals vergessen. Ja, das ist uns ja inzwischen deutlich geworden. Nun, Napoleon kommt aus Korsika. Das kann ja jeder in Geschichtsbüchern nachlesen. Weil diese ganzen Jesuiten, die hier in Italien nicht landen konnten, dann aber aus Korsika mit Napoleon im Grunde an Frankreich und an den anderen Ländern, die sie damals rausgeschmissen hatten, sich gerecht haben, durch mit denen Krieg zu führen. So, jetzt muss ich nochmal eben gucken, wie weit ich hier noch bin, weil wir sind schon eine Stunde weit. Das schaffe ich wohl nicht mehr, ne? Das ist ein bisschen viel. Habt ihr Lust auf anderthalb Stunden Videolesung hier? Ja? Wollen wir mal gucken. Vielleicht werde ich hier mal einen kurzen Schnitt machen oder so. Mal schauen. In Frankreich wurde das Eigentum der Kompanie zugunsten der Krone konfisziert. Das hatten wir ja gelesen. Ach, da war ich ja schon. Wo war ich denn? Paraguay. Ah ja, Korsika. So. Clemens der 13., gewählt am 6. Juli des Jahres 1758. Dann holen wir uns den hier nochmal eben bei. Ne? Clemens den 13. Das ist der hier. Widerstand lange Zeit den eindringlichen, die Auflösung der Jesuiten fordernden Gesuchen mehrerer Nationen. Er war im Begriffe nachzugeben und hatte bereits ein Konsistorium, also ein Zusammentreffen der Kardinäle unter seinem Vorsitz, für den 3. Februar 1769 anberaumt, auf dem er die Kardinäle über die Resolution zur Entsprechung der Anliegen dieser Höfe unterrichten sollte. In der Nacht vor jenem besonderen Tage erkrankte er plötzlich und begab sich gerade zu Bett, als er ausrief, ich sterbe. Die Jesuiten anzugreifen, ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Ja, und mit diesem Zitat des Papstes Clemens des 13. werde ich es bei dieser Lesung des Videos Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris belassen. Eine knappe Stunde gelesen und nächstes Mal lesen wir hier weiter. Und dass das halt nicht ein ganzes Kapitel ist, ist ja wurscht. Interessant ist, wo man aufgehört hat, weil hier gehen wir jetzt in die Geschichte rein, wie die Jesuiten 1773 verboten wurden. Und werden beim nächsten Mal wahrscheinlich auch noch ein bisschen erläutern,
Was da noch alles mit beigehört, die Gründung der Illuminaten, eine Frontorganisation der Jesuiten und so weiter und so weiter. Also interessant wird es auf jeden Fall noch bleiben. Ich weiß ja nicht, wie euch das Video jetzt gefallen hat, wo ich jetzt ja hier diese Bilder hier habe durchlaufen lassen oder halt mit dem Lesen dabei, dass ihr den Text nebenbei lesen könnt. Für mich ist das ein bisschen einfacher, weil ich dann nicht nach einer Stunde lesen und überall die ganzen einzelnen Bilder raussuchen muss, sondern sage, ich nehme das Video so, wie es ist. Mir hat es Spaß gemacht auf diese Art und Weise und ich werde es wahrscheinlich in der Zukunft weiterhin so machen. Wie gesagt, denkt immer dran, eure eigenen Untersuchungen zu machen, eure eigenen Studien zu machen. Und bis zum nächsten Mal, möge Gott euch behüten und beschützen und vor allen Dingen auch segnen. Und auf dem schmalen Pfad der Erkenntnis möget ihr auf dem durch ihn geleitet, bitteschön, verbleiben. Bis zum nächsten Mal. Joggler66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions, as well as government, that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of a Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation in through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goals of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, there was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.